Wie viele Kekse hast du noch? 10! Ja, das ist ja mal die lustigste Antwort auf der ganzen Welt, was? Yo, was war mit euch? Herzlich willkommen zu diesem Video. Ihr wisst Bescheid, Mann. Heute gibt es mal wieder eines eurer Lieblingsformate, denn jeder von euch war schon in irgendeiner Schule. Jeder hat die Schulzeit hinter sich oder ist jetzt aktuell noch mitten dabei. Und wir gucken uns heute die lustigsten Schülerantworten von Schülern in Tests an. Das wird sehr lustig. Denn ihr wisst Bescheid, Mann. Zur Schule gehören einfach auch Klausuren oder Tests mit dazu. Und jeder hatte schon mal eben einen Test, wo man nicht ganz so viel drauf gelernt hat, also ja gut, bei mir war das halt ungefähr jeder Test. Aber dann wird man kreativ und lässt sich Antworten einfallen, die eventuell stimmen könnten, aber im Endeffekt absoluter Blödsinn sind. Und das gucken wir uns jetzt an. Let's go! Und wir haben als allererstes Bild eine Frage, wo man Männerstimme benennen muss. Und wir haben einmal die hohe Männerstimme und die heißt Tenor. Und die tiefe Männerstimme ist der Orkan. Nein, nein, Jimmy, nein, du hast da was... Jimmy, du hast da was verwechselt. Die tiefe Männerstimme heißt nicht Orkan. Tenor stimmt, glaube ich sogar, oder ich bin mir nicht sicher. Leute, ich glaube, ich muss das jetzt mal ganz kurz live nachgucken. Nö. Aber, okay, Moment. Was ist das jetzt? Also, Leute, ich weiß jetzt nicht, wo dieser geile YouTube-Kanal herkommt, aber anscheinend müssen wir jetzt ein kostenloses Abo da lassen, um weitermachen zu können. Das ist auf jeden Fall nicht von mir gerade jetzt hier ausgedacht. Nee, nee. Falls ihr zufällig auf diesem Kanal sein solltet, lasst jetzt unbedingt ein kostenloses Abo da. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, wenn ihr jetzt kostenlos abonniert, dann... sind wir wieder back. Road to 1 Million Abonnenten, es fehlen nicht mehr viele, ich küsse eure Augen. Let's go! Gut, wir haben jetzt die Klasse 3a mit einem Test vom 16. Juni und der Adrian schreibt hier. Das Prädikat haben wir einmal Sportarten. Schreibe auf, wie du nach dem Prädikat fragst und der Adrian schreibt, darf ich bitte den Prädikat... Adrian, du geile Nudel! Der Adrian denkt sich einfach mal so, okay, komm, wirklich, ich muss sagen, Adrian, also erstmal, von mir würdest du den Punkt bekommen. Denn der Adrian, er hat sich gedacht, okay, die Fragestellung ist, schreibe auf, wie du nach dem Prädikat fragst. Und der Adrian dachte sich da aber, nee, Moment mal, ich hab 200 IQ, Moment, das ist doch ganz simpel. Darf ich bitte den Prädikat haben, ich schwöre? Nö. Also ich muss sagen, 1a, wenn ich so kreativ gewesen wäre in der Schule, ne? Oh mein Gott, dann entweder hätte ich trotzdem keine Punkte bekommen, weil die Lehrer mich nicht gemocht hätten, oder ich hätte vielleicht volle Punktzahl auf alles bekommen, weil ich so ein lustiger Kerl bin. Yay. Yay. Du hast 10 Kekse. Jemand fragt dich nach 2 Keksen, wie viele Kekse hast du noch? 10! Ja, das ist ja mal die lustigste Antwort auf der ganzen Welt, was? Irgendein Kind dachte sich so, okay, die Aufgabe lautet, ich habe 10 Kekse. Und man soll ja immer, man soll ehrlich sein in den Tests, ja? Man muss ja wirklich ehrlich und mit einer sinnvollen Antwort antworten. Und dieser junge Herr oder diese junge Dame dachte sich, okay, komm, ich habe 10 Kekse. Und jemand fragt mich nur, ob ich 2 Kekse abgeben möchte. Ja gut, wie viele Kekse habe ich dann am Ende noch? Immer noch 10, weil als ob ich dem welche gebe, Mann. Das sind meine Kekse, Bro, das sind meine Kekse. Nö. Theoretisch ist diese Frage eigentlich immer noch richtig, weil nirgends steht, dass man das irgendwie abziehen muss oder zusammenzählen muss oder eine mathematische Gleichung bilden muss. Yo, gib mir die volle Punktzahl. 1 auf meinen Nacken. Let's go. Das nächste Eis geht auf mich. Nun kommen wir zu einer Englischaufgabe. Und hier haben wir oben drüber stehen, brainstorm verbs. What do you like to do with your friends and family? Ja, und da müssen wir jetzt die Sätze vollenden und jeder Satz fängt an mit I like to, und da dachte sich jemand, ey komm, I like to move it, move it, I like to, ey, move it, I like to, yeah, 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 I like, move it. Kleiner Timmy, du sollst dir nicht irgendeine Schwachsinn dahinschreiben. Das ist ein ernstzunehmender Englischtest und du solltest hinschreiben, was machst du gerne mit deinen Freunden und Familie, aber ja gut, was wenn der kleine Jimmy eben gerne move it macht, ja, er liked it to move it, man, you know how it is. Ihr könnt mir nicht erklären, dass diese Lehrerin nicht eventuell sich gedacht hat, okay,
Wir machen das als geheime Aufgabe und wenn jemand da wirklich Move It hinschreibt, dann bekommt ihr direkt eine 1 von mir und muss nie wieder zur Schule gehen. Ja, so wird es auf jeden Fall gewesen sein. Na gut, jetzt kommen wir zu einer Musikklausur und hier steht, wann und wo wurde Mozart geboren? Okay, Bruder, Moment mal, absolut kein Plan, da muss ich, ich weiß es auf jeden Fall, Leute, weil ich bin sehr gut in sowas. Ich google gerade nicht, wann wurde Mozart geboren, ich weiß das einfach so aus dem Kopf heraus. Mozart wurde am 27. Januar 1756 geboren. Ich wusste es. Dafür müsst ihr jetzt einen Daumen nach oben da lassen, weil das habe ich gerade nicht einfach auf meinem Handy von Google abgelesen. Nee. Letztendlich hat hier jemand dann geantwortet, wann und wo starb er? Er starb 20 Jahre nach seinem Vater. Und die Lehrerin schreibt, und wann starb der? Ja. Brillant! Ich glaube wirklich ungelogen, ich wäre der schlechteste Lehrer der Welt. Ich würde wirklich, umso dümmer eure Antwort ist, umso mehr Punkte würde ich euch geben. Wenn mich irgendwer zum Lachen bringt bei dem Test, volle Punktzahl 1, du hast bestanden, geh nach Hause, Bruder. Also deswegen seid froh, dass ich nicht euer Lehrer bin, weil da wäre dann der komplette Untergang angesagt. Ich glaube, die dümmsten Antworten auf der ganzen Welt auf irgendwelchen Arbeiten bekommen. Ich weiß es ganz genau. Naja, hier haben wir jetzt ein, was ist denn das? Ach so, wir haben einen Englisch-Test. Ich verstehe es jetzt erst. Ich habe absolut 10 Sekunden gerade gebraucht, aber das ist ein Englisch-Test und da steht a date für ein Datum, aber irgendwer dachte sich, ey, ich stehe auf diese Lehrerin und schreibe date me please. Okay, Timmy, ich weiß, du stehst auf deine Lehrerin, aber das geht nicht, Timmy, okay? Timmy, du kannst nicht einfach nach einem Date fragen in einer Englisch-Klausur. Ich meine, nein, Timmy, das geht nicht, okay? Sie ist deine Lehrerin. Das ist zwar richtig smooth und echt extrem gut gemacht, aber ich glaube, Timmy, ab jetzt wird dein Unterricht ein bisschen unangenehm, weil wenn deine Lehrerin das sieht, dann wird das Ganze echt sehr, sehr komisch enden. Aber Timmy muss eben auch mal seinen Gefühlen freien Lauf lassen. Okay, Leute, es geht manchmal nicht anders. Hier muss Timmy einfach eben mal durchziehen und sagen, yo, Lehrerin, hören Sie mal, ich muss Ihnen etwas beichten. Das war der smoothest way überhaupt, um das zu machen. Deswegen, ja, bekommst du mal wieder einen Daumen hoch von mir. Nice gemacht. Okay, wir sind wieder mal in einer Englischklausur und hier steht, what do you like most about your teacher? Was ganz einfach heißt, was magst du am liebsten bei deiner Lehrerin oder bei deinem Lehrer? Was ist die beste Eigenschaft von denen? Und da könnte man jetzt hinschreiben, keine Ahnung, sie unterrichtet extrem gut. Oder man könnte hinschreiben, ja, ich weiß nicht, sie ist humorvoll, sie ist witzig. Irgendwie sowas. Oder sie hat eine extrem gute Rechtschreibung, eine schöne Handschrift. Nein! Boobs. Timmy, warst das du schon wieder? Timmy, wir hatten das gerade schon, okay? Timmy, wir hatten das gerade. Du darfst nicht deine Lehrerin nach einem Date fragen. Du reitest dich immer mehr in das Ganze hinein. Digga, da willst du nicht hin. Aber ich meine, immerhin ist er ehrlich, okay? Immerhin ist er ehrlich, das muss man schätzen, ja? Manche würden sich niemals trauen, das hinzuschreiben. Der kleine Timmy gibt gar keinen. Timmy geht aufs Ganze und schreibt einfach, yo, hören Sie mal, Sie haben gesagt, ich soll hinschreiben, was ich am schönsten oder am besten bei Ihnen finde. Und es ist halt einfach mal das. Es tut mir leid. Timmy, du bist einfach ein Playboy. Heftiger Typ, der Timmy. Heftiger Typ. Beschreibe deine Schule in einem Wort, die Hölle. Oh mein Gott, wie kann man es so gut beschreiben, Digga? Du hast das in ein Wort gepasst, was andere nicht mal in ihrem ganzen Leben aufs Blatt Papier bekommen können. Oh mein Gott! Dieser junge Mann oder diese junge Dame scheint wirklich absolut überhaupt nicht glücklich mit seiner schulischen Laufbahn zu sein, denn ansonsten würde er jetzt da nicht Hölle hinschreiben. Ich meine, da musst du ja wirklich nur schlechte Lehrer haben und nur schlechte Noten schreiben, wenn du sagst, okay, Moment mal, wenn wir ehrlich sind, jeder denkt, die Schule ist Hölle. Denn ich hatte ja auch einige Schuljahre, wo ich sagen musste, okay, die Hölle ist wirklich angekommen, bitte Hölle, geh mal weiter, fahr noch eine Schule weiter und nerv mich mal hier nicht. Gut, hier haben wir wieder einen Test, wo drauf steht, bitte nicht anfassen. Das ist meine Rotze aus der Nase. Oh mein Gott, Digga, das hat er nicht gemacht. Das? Oh Gott. Oh, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Digga, oh mein Gott, ist das eklig. Ich meine, komm schon, okay? Man muss es schätzen, diese Person ist mal wieder ehrlich. Aber Leute, ohne Witz, ne? Wenn ich das sehen würde, wenn ich irgend so eine Arbeit korrigieren müsste, dann würde ich denken, das ist ein Wassertropfen, irgendwer hat halt dabei getrunken oder Tinte ist ein bisschen ausgelaufen, aber einfach wirklich zu wissen, dass das Rotze ist, was das klebt,
Ich will das nicht korrigieren. Vor allem stellt euch vor, ihr langt da schon richtig rein und ihr versucht das so ein bisschen wegzumachen, weil ihr seht so, oh, da ist ein Fleck und so und ihr lest nicht, was daneben steht und auf einmal seht ihr so, oh, das ist Rotze. Oh Mann, Spaß beiseite, Leute. Ey, man muss wirklich die Ehrlichkeit dieses Kindes schätzen. Hast du sehr gut gemacht, Bro. Dankeschön, dass du so ehrlich zu uns bist, aber ich glaube, du bist ein kleines bisschen zu ehrlich. Aber gut, Leute, ich würde sagen, das war's mit den lustigsten schönen Antworten. Falls ihr noch eine Folge wollt, lasst einen Daumen nach oben da, kostenlos abonnieren, nicht vergessen. Bis zum letzten Video, checkt das ab. Dankeschön, auf Wiedersehen. Ich tippe hier mal ganz schnell weg. Tschüss! Das war ein schneller Abgang. Daumen nach oben. Abonnieren. Bup. Reingeschaut.